Das ist wirklich ein Problem, dass es mit solch einer Vielfalt und mit so vielen Gesichtern passiert, dass man gar kein einheitliches Konzept dagegen schreiben kann. Es gibt die parteipolitisch Organisierten, es gibt die, die mit ihrem ganzen Äußeren, mit Glatze oder bestimmten Haarschnitt, bestimmten Uniformen oder anderen Kennzeichnen sich darstellen. Es gibt die puren Gewalttäter, es gibt die Leute in den Jugendkulturen, aber es gibt auch den alten Opa, der die Hochzeitsfeier mit seinen rechtsextremen Sprüchen sprengt. Das ist ein ganz vielfältiges Feld, was erstens mal ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert, aber andererseits auch ganz viele fantasievolle und viele Reaktionen. Deshalb ist das auch nicht nur eine Sache der Polizei oder nur eine Sache der Sozialarbeit, sondern es passiert in jeder Ebene, zu jedem Zeitpunkt und erfordert von jedem in der Zivilgesellschaft sowas wie Aufmerksamkeit, sowas wie Engagement und auch sowas wie Fantasie. Das ist die Herausforderung. Rechtsextremismus ist nicht mehr irgend nur etwas, was Glatzen machen oder Nazis, sondern es ist ein sehr vielfältiges Phänomen, was vielfältige Reaktionen erfordert.